Möge Zerstörung über dich kommen. Tabban laka. Das war eine der vielen Aussagen gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam von einem Mann, der von Allahs Barmherzigkeit ausgeschlossen wurde. Dieser Mann wurde von Allah gehasst und gehörte zu den ersten, die den Islam aktiv bekämpften. Er erschwerte dem Propheten das Leben, wo immer er konnte. Sogar beim Müll rausbringen nutzte er die Gelegenheit, seinen Abfall vor die Tür des Propheten zu legen, anstatt ihn zu entsorgen. Bei jeder Gelegenheit machte er sich sowohl über den Propheten als auch über den Islam lustig. Dieser abscheuliche Mann hatte eine ebenso abscheuliche Frau. Von ihr stammt das folgende Gedicht gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Mudhammam missbilligen wir, seine Religion verabscheuen wir, seinen Befehlen gehorchen nicht wir, Herrscher. Sie wandelte den Namen Mohammed, der der Gelobte bedeutet, in Mudhammam um, was der Missachtete bedeutet. Sie legte Dornen und Steinchen auf den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit er Schmerzen erleidet. Dieses Paar hegte große Feindschaft gegen den Islam und den Propheten. Die beiden waren keine geringeren als Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, besser bekannt als Abu Lahab, und seine Frau Arwa bint Harb, auch bekannt als Jamil. Abu Lahab war der Bruder des Vaters des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also sein Onkel. Bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Botschaft erhielt, waren sie sogar noch enger verwandt. Zwei der Töchter des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren mit den Söhnen von Abu Lahab verheiratet. Ruqayya war mit Utba ibn Abu Lahab und Kulthum mit Utayba ibn Abu Lahab verheiratet. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung erhalten hatte, löste Abu Lahab die Ehen auf, bevor sie vollzogen werden konnten. Abu Lahab war ein angesehener Mann in Mekka. Er verfügte über alle Eigenschaften, die sich die Menschen wünschten. Er stammte aus einer der edelsten Familien der Quraysh, war sehr wohlhabend und gut aussehend. Daher hatte er eine Führungsrolle in der Gesellschaft. Die Rötungen auf seinen Wangen, die damals als ein Schönheitsideal unter Männern galt, brachten ihm den Spitznamen Abu Lahab ein, was so viel wie Vater des lodernden Feuers bedeutet. Seine Frau stammte ebenfalls aus einer edlen Familie Mekkas. Sie gehörte zu den Banu Abdu Shams und war die Schwester von Abu Sufyan ibn Harb. Den Spitznamen Jamil, Mutter der Schönheit, erhielt sie, weil sie zu den hübschesten Frauen in Mekka zählt. Abu Lahab war einer der schlimmsten Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er nutzte jede Gelegenheit, um die Dauer des Propheten zu sabotieren. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Beginn seiner Prophetenschaft die Älteren und Mächtigen seiner Familie zu einem Essen einlud und ihnen dann vom Islam erzählte, war Abu Lahab der Erste, der die Botschaft ablehnte und gegen den Islam Stimmung machte. Sogar als der Prophet sallallahu alaihi wasallam den anderen arabischen Stämmen den Islam vorstellte, verfolgte ihn Abu Lahab auf Schritt und Tritt. Während der Hajj in Mekka ging der Prophet zusammen mit Abu Bakr radiallahu an zu den Zelten der jeweiligen Stämme, um ihnen seine Botschaft zu überbringen und sie zum Islam einzuladen. Kaum hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Zelt eines Stammes verlassen, betrat Abu Lahab das Zelt und sagte, Mohammed sei sein Neffe und behauptete, er sei verrückt geworden und man solle ihm nicht glauben. Er diffamierte den Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Islam, wo immer er konnte. Bei jedem Plan, den die Quraysh gegen den Islam und den Propheten sallallahu alaihi wasallam schmiedeten, war Abu Lahab beteiligt. Ein weiteres Beispiel seiner Feindseligkeit war, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam vom Berg Safa aus die Mekkaner ansprach und sie zum Islam einlud. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam richtete sich an die Mekkaner mit den Worten: Ja Sabaha, einem Hilferuf, der in jener Zeit verwendet wurde, wenn eine große Gefahr droht, wie etwa ein feindlicher Angriff. Er sallallahu alaihi wasallam fuhr fort: Sagt mir, wenn ich euch berichten würde, dass sich hinter diesem Berg eine Gruppe von Reitern befindet, würdet ihr mir glauben? Gewiss, antworteten die Mekkaner. Denn wir haben dich immer nur die Wahrheit sagen hören. Daraufhin verkündete der Prophet sallallahu alaihi wasallam den versammelten Mekkanern: Ich wurde zu euch als deutlicher Warner entsandt, um euch vor einer bevorstehenden Strafe zu warnen. Abu Lahab entgegnete daraufhin: Dafür hast du uns versammelt, zugrunde gehen sollst du. Er benutzte die Worte Tabban laka, was so viel wie zugrunde gehen sollst du bedeutet. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala die Sura Masad hinabgesandt. Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs und zugrunde gehen soll er selbst. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in dieser Sura Abu Lahab namentlich. Kein anderer Feind des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird im Koran beim Namen genannt.
Allah verwendet exakt das Wort Tabbat, das Abu Lahab einst gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam richtete. Dieses Wort bedeutet auch, dass das Verderben nicht sofort, sondern schrittweise eintreten wird. Die Hände werden hier als Metapher für die Taten und die Person selber genutzt. Damit sind alle Handlungen Abu Lahabs in seinem Leben gemeint. Alles wird vernichtet werden. Es wird überliefert, dass Abu Lahab, nachdem dieser Vers offenbart wurde, sich darüber lustig machte, indem er demonstrativ seine Hände zeigte und nach der Zerstörung fragte. Doch wie Allah subhanahu wa ta'ala es wollte, starb Abu Lahab an einer langsamen und schmerzhaften Krankheit. Schritt für Schritt musste er mit ansehen, wie der Islam immer stärker wurde. Kurz vor seinem Tod erlebte er, wie die Muslime die Quraysh in der Schlacht von Badr besiegten. Zusätzlich zur Niederlage musste er den Tod seiner Weggefährten ertragen. Er selbst hatte nicht an der Schlacht teilgenommen. Er erkrankte an einer Krankheit, die rote Flecken auf seiner Haut hervorriefen, und starb kurz darauf. Doch damit nicht genug. Seine Familie fürchtete, die Krankheit könnte ansteckend sein. Deshalb ließen sie seine Leiche mehrere Tage liegen. Sie begann bereits zu verwesen und zu stinken, bis die Familie schließlich Fremde dafür bezahlte, den einstigen Anführer der Quraysh und Feind des Islam, Abu Lahab, zu beerdigen. Bei seiner Beerdigung wurde sein Körper nicht gewaschen. Man schüttete lediglich aus der Ferne Wasser über ihn. Anschließend schob man die Leiche mit dicken Ästen in ein Grab und warf Steine darauf. Es gab keine Trauerfeier, keine Ehrung. Er wurde weit außerhalb der Stadt begraben. Allah führt weiter fort. Was nützt ihm sein Besitz und das, was er erworben hat? In diesem Vers zeigt Allah subhanahu wa ta'ala, dass weder Reichtum noch Macht, Aussehen oder eine große Nachkommenschaft auch nur das kleinste Gewicht bei ihm haben. Abu Lahab war jemand, der all das besaß. Sein gutes Aussehen, seine Macht, sein Reichtum und seine zahlreichen Nachkommen konnten ihn jedoch nicht vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala schützen. All diese Dinge mochten ihm vielleicht in den Augen der Menschen Nutzen gebracht und ihm Erhabenheit verliehen haben. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn und alles, was er besaß, vollkommen vernichtet. In Bezug auf sein Vermögen wird auch das erwähnt, was er sich durch seine Taten erarbeitet hat. Das schließt alles ein, was als Frucht seiner Handlungen betrachtet wurde. Sogar die vermeintlich guten Taten, wie das Spenden oder die Versorgung der Pilger, die auch Abu Lahab tut. Doch all das bringt ihm nichts. Solange die Feindschaft gegen den Islam besteht, ist jede Handlung wertlos. Denn diese angeblich guten Taten wurden entweder aus eigennützigen Motiven oder lediglich für den eigenen Ruf unter den Menschen verbracht. Er wird einem Feuer voller Flammen ausgesetzt. Allah subhanahu wa ta'ala verwendet in diesem Vers den Namen Abu Lahab selbst, um die Art seiner Strafe zu verdeutlichen. Er wird im wahrsten Sinne des Wortes zum Vater des Lahab, des lodernden, flackernden Feuers. Durch diesen Vers wird Abu Lahab bereits zu Lebzeiten das Höllenfeuer versprochen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn verflucht und ihn endgültig von der Rechtleitung abgeschnitten. Und auch seine Frau, die Brennholzträgerin. Zusammen mit Abu Lahab wird auch seine Frau verflucht. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihr einen interessanten Beinamen, die Holzträgerin. Dieser Begriff wurde für Menschen verwendet, die Gerüchte und Verleumdungen von einer Person zur anderen trugen, um Fitna zu sehen. Heutzutage würde man sie eine Lästertante nennen. Ummu Jamil, die Frau von Abu Lahab, tat genau das. Sie verbreitete Lügen und Gerüchte, um dem Ruf des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba zu schädigen. Es wird außerdem überliefert, dass sie Dornen, Steine und Äste sammelte und sie auf die Wege des Propheten sallallahu alaihi wasallam legte, um ihm zu schaden. Zu jener Zeit wurden auch Sklavinnen als Hammalat al-Hatab, also als Holzträgerin bezeichnet, da sie Feuerholz trugen und es ihren Herren brachten. Für Ummu Jamil, die einen hohen Status hatte und stolz darauf war, sich über alle anderen erhaben fühlte, war dies eine große Beleidigung. Zudem zeigt Allah subhanahu wa ta'ala, dass Ummu Jamil, genauso wie sie im Diesseits ihren Mann in seiner Feindschaft gegen den Islam unterstützt hat, auch im Jenseits bei seinen Leiden in Jahannam helfen, indem sie das Brennholz für sein Feuer herbeiträgt. Fi jidiha hablum min masad. Um ihren Hals ist ein Strick aus Palmfasern. In diesem Vers beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala, dass Ummu Jamil in Jahannam einen Strick aus Palmenfasern tragen. Dieses Seil
das sie in der Hölle tragen muss, kann mit einem Stahlseil verglichen werden. Schon zu Lebzeiten trug Umm Jamil eine bestimmte Halskette, die als das teuerste Schmuckstück in ganz Mekka gilt. Und erklärte sogar, sie würde sie verkaufen und das Geld dafür verwenden, um Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Islam aufzuhalten. Nun wird sie von Allah subhanahu wa ta'ala eine andere Kette erhalten. Eine Kette, die ihr auf ewig Schmerzen zufügen und sie foltern wird. Surah Masad zeigt eine Realität auf, die sich oft in der Geschichte wiederholt hat. Zur Zeit der Offenbarung war sie eine Prophezeiung dessen, was mit den Feinden des Islam geschehen wird. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns hier, dass die Macht und Stärke der Feinde, auch wenn sie zunächst überlegen erscheinen, keine Rolle dabei spielen, wie ihr endgültiges Schicksal aussehen wird. Der entscheidende Faktor war damals, dass Abu Lahab und seine Frau durch ihre Feindschaft gegen den Islam Allahs Zorn so stark erregt haben, dass ihr Ende bereits zu ihren Lebzeiten besiegelt war. Neben der versprochenen Strafe im Jenseits erlitten sie auch Erniedrigung im Diesseits. Zudem wird eine weitere Lektion deutlich. Die Ideologie, für die Abu Lahab stand, der Stammesstolz und der Götzendienst, wurde durch die Muslime beseitigt. Die Botschaft Allahs und seine Anhänger haben gesiegt. Und Abu Lahab ist in die Geschichte eingegangen, als warnendes Beispiel für alle Feinde des Islam. Genau wie damals scheint heute der Kufr erneut in der Machtposition zu sein. Es mag so wirken, als wären die Feinde der Muslime unbesiegbar. Sie haben mehr Wohlstand, größere und stärkere Militärs und beherrschen sogar Teile unserer Länder. Sie gehen so weit, sich über den Islam lustig zu machen oder ihn zu verachten, indem sie die Botschaft als gefährlich oder rückständig darstellen. Die Auswirkungen des Kufr haben sich überall ausgebreitet. Genauso wie die Quraysh damals schändliche Praktiken wie Zina, Nacktheit und das grausame Vergraben lebender Babys pflegten, führt der Kufr auch heute die Gesellschaft ins Verderben. Zina ist allgegenwärtig. Die Ehe hat an Wert verloren. Und Kinder wachsen oft ohne die Geborgenheit einer stabilen Familie. Viele Menschen leben in Depressionen und sehen keinen Sinn im Leben. All diese Übel werden von jenen gefördert, die davon profitieren, indem sie Macht und Reichtum haben. Genau diese Menschen, ob Politiker oder andere in Machtpositionen, sehen den Islam als Bedrohung für ihr System und ihren Götzen das Geld. Deshalb greifen sie den Islam und uns Muslime an und motivieren andere, dasselbe zu tun. Es gibt beleidigende Karikaturen über unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unser heiliges Buch, der Koran, wird unter Jubel zerrissen und verbrannt. Der Hijab unserer Schwestern wird angegriffen, sei es durch die Modewelt, die ihn entwertet, oder durch ekelhafte Beleidigungen und Gesetze, die das Tragen des Hijab verbieten. Jeder Bruder, der einen Bart trägt, wird als potenzielle Gefahr oder als Attentäter angesehen. Das Schlimmste jedoch ist, wie wertlos das Blut unserer Geschwister geworden ist. Täglich erreichen uns Videos, in denen die leblosen Körper unserer kleinen Geschwister aus zerstörten Gebäuden geborgen werden. Jeden Tag lesen wir neue Berichte von Folter und Vergewaltigungen, die unsere Geschwister in Gefängnissen erleiden müssen, nur weil sie sagen, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Die Feinde des Islam und die Unterdrücker unserer Zeit wiegen sich wie einst Abu Lahab in falscher Sicherheit. Doch Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihnen verfahren, wie er es mit Abu Lahab getan hat. Sie alle werden in Jahannam versammelt werden und ihre gerechte Strafe erleiden. Das System, von dem sie profitiert haben, wird untergehen. Wie Abu Lahab werden sie sowohl im Diesseits als auch im Jenseits erniedrigt werden. Wie Abu Lahab werden sie miterleben müssen, wie ihr korruptes System untergeht. Die Muslime, die heute noch schwach erscheinen, werden wieder erstarken. Der Islam, der heute nicht herrscht, wird wieder an die Macht kommen und das tun, was er schon nach der Zeit von Abu Lahab getan hat. Gerechtigkeit auf der Welt verbreiten, die Schutzlosen beschützen und die Unterdrücker zur Rechenschaft ziehen. Allah subhanahu wa ta'ala spricht in seinem edlen Buch. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Und sag, die Wahrheit ist gekommen und das Falsche geht dahin. Das Falsche ist ja dazu bestimmt, dahin zu gehen.